What do you do? Die aktuellen Funktionen, die ich sehr gern mache, darf ich Bürgermeister meiner Stadt sein. Eine Stadt, die halt außergewöhnlich wahrscheinlich auch ist in Österreich. Berühmt geworden, immer schon als Industriestadt, geprägt von einem sehr großen Reifenwerk, der Semperit, das auch den Wohlstand mit seinen Arbeiterinnen und Arbeitern gebracht hat, auch in die Stadt. Und sehr stark prägend war, was das soziologische Zusammensein anbelangt hat, auch meine Familie stark geprägt hat. Und seit 1956 halt auch für Österreich eine große Verantwortung übernommen haben. Immer dann, wenn Menschen zu uns gekommen sind mit Fluchtgründen. Und ist eine spannende Aufgabe, ist eine eher außergewöhnliche Aufgabe vielleicht auch als Bürgermeister in Österreich. Aber diese über 60-jährige Geschichte, die uns sozusagen auch einen ganz besonderen Zugang auch zu Flucht und zu Menschen auf der Flucht gegeben hat, schafft große Aufgaben, aber hat auch große Verantwortung über unsere Stadt hinaus. What drove you into this field? Naja, ich bin politisch in die Jugendorganisation gekommen, dann weiter von 14 Jahren in die sozialistische Jugend. Und die hat mich natürlich stark geprägt, politisch tätig zu sein oder zu erkennen, wie wichtig es ist, dass man sich politisch organisiert. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich ziemlich viele Erfahrungen sammeln haben können, die heute sehr wichtig sind als Bürgermeister einer Stadt, die um die 20.000 Einwohnerinnen hat, also in Österreich schon eine größere Stadt ist eigentlich, aber sonst eine Mittelstadt ist, weil ich in meiner Tätigkeit in den Jugendorganisationen ein paar Jahre auch international tätig sein habe können, einen ganz anderen Zugang erfahren habe, auch persönlich. Ich habe viele Krisenherde und Flüchtlingslager weltweit besuchen können in verschiedenen Kontinenten und habe dadurch vielleicht nochmal zusätzlich zur ideologischen Ausbildung und ideengeschichtlichen Ausbildung auch ganz praktische Erfahrungen gesammelt und die kommen mir heute sehr stark zugute, also diesen Zugang auch zu haben, auch Denkmuster zu verstehen, historische Konflikte zu verstehen, auch die Perspektivenlosigkeit einmal selber gespürt zu haben, die in manchen Ländern vorherrscht und auch gleichzeitig zu wissen, dass wir große Verantwortung tragen in diesen Krisen und Konflikten und das schafft insgesamt einen größeren oder einen breiteren Zugang, der vieles verstehen lässt und hätte auch dann in die Realpolitik, auch in der Stadt, wahrscheinlich mich sehr stark beeinflusst oder ich hoffe auch sehr stark beeinflusst. What is your greatest source of energy? Zu wissen, dass politische Veränderung möglich ist. Aber wenn ich sehr kritisch bin, was meine eigene Parteizugehörigkeit anbelangt und mit den Führungen nicht zufrieden bin, mit den Entwicklungen auch vieler Sozialdemokratien nicht zufrieden bin, weiß ich, dass es sich lohnt, sozusagen organisiert zu bleiben und dafür zu kämpfen und zu werben, dass wir sozusagen diesen großen historischen Interessensvertretungsanspruch, der ja viele Felder, vor allem der gerechteren ökonomischen Aufteilung, der Infragestellung des sogenannten freien Marktes und vielen anderen Dingen und vor allem einer konsequenten Friedens- und Abrüstungspolitik, dass der schlussendlich gewinnen muss. Da geht es echt um Menschheit und um Zukunft der Menschheit und wie wir Menschen uns begegnen. Und das ist eine große Kraftquelle und wir, jeder Mensch ist mal natürlich auch ganz privat und ich habe eine Lebenspartnerin, meine Frau, die selbst politisch ähnlich oder wahrscheinlich in den großen Fragen auch gleich denkt wie ich, die ich auch so kennen, lieben und schätzen gelernt habe. Und die mit mir miteinander auch vieles reflektiert, vieles teilt, aber auch genauso diesen Anspruch hat. Das gibt ein ganz starkes Umfeld und dann die Geburt meiner Tochter vor 2,5 Jahren. Das sind eigentlich Dinge, wo man sich Kraft holt aus all diesen Komponenten zusammen. What was your most impressive childhood experience? Das eindrucksvollste Kindheit- bzw. Jugenderlebnis, das war so eine Grenze, war sicherlich in Dreiskirchen die beginnende Schließung dieses Semperit-Werks, auch durch einen internationalen Konzern, der in Deutschland ansässig ist, der trotz Gewinne, die ihnen zu wenig waren und die Dividenden nicht gepasst haben, Stück um Stück sozusagen auf das Schicksal der Arbeiterinnen und Arbeiter gepfiffen hat. Und das hat mich sehr stark bewegt, weil meine Familie auch so stark und unsere Stadt einfach auch so stark involviert war in diese Industriegeschichte. What is the best advice you've received? Ich kann nicht sagen, was der beste Rat in meinem Leben war, aber sicherlich diese Entscheidung, immer
mich beraten zu lassen, nämlich von Menschen, die mit mir über 20, 25 Jahre ja politisch in der Bewegung tätig sind und denen ich vertraue, die heute viele davon überhaupt keine großen Funktionen haben, aber die als aufrichtig und als wichtiges Korrektiv einschätzen. If it's not the same, what is the best advice you can give? Nicht mit der Masse mitzuspringen, sondern zu hinterfragen, wann die Masse sich bewegt oder welche Interessen es gibt, dass Masse sich in Bewegung kommt. Und ständig zu hinterfragen, eine der wichtigsten Sätze tatsächlich für mich war, manchmal nicht die schnellsten Antworten zu haben, sondern wirklich zu lernen, die guten Fragen zu stellen und zu hinterfragen, warum was passiert. What would you like to achieve in this lifetime? Einen Fortschritt zu sehen in vielen Bereichen. Wir haben so viele Rückschläge, Niederschläge gehabt. Manchmal ist man auch verzweifelt, wenn man sich beispielsweise in der Friedensbewegung, in Österreich, in Neutralitätsbewegungen engagiert, überzeugt ist, dass das eigentlich ein zukunftsfähiges Konzept ist und wie wichtig Frieden als das wichtigste Gut auf dieser Welt ist. Und dann erlebt man zunehmende Militarisierung, Aufrüstung. Selbst in den Jahren, wo Wirtschafts- und Finanzkrisen herrschen, sieht man, dass Rüstungskonzerne gleichzeitig zweistellige Zuwachsraten haben. Man sieht, wie die Politik den ökonomischen Interessen immer mehr untergeordnet ist. Man verzweifelt ein bisschen an der Perspektivenlosigkeit der politischen Eliten. Ich mag einmal wirklich, und dafür das arbeiten wir halt Tag für Tag, positive Ergebnisse erleben. In der Stadt gelingt es, da kann man das direkter steuern. Wir haben beispielsweise auch, was die Fluchtgeschichte anbelangt, ein ganz anderes Klima gemeinsam mit der Bevölkerung erzeugen können. Wir haben versucht, in ein paar Projekte, wo wir halt in der Stadt direkt entscheiden können, also soziale, solidarische Stadtgemeinschaft zu bilden und dass wir einen sozialen Kreislauf starten. Und das sind Projekte, die funktionieren. Und das sind so Ziele, wo man sieht, man kann gestalten und man kann mit den Menschen was entwickeln. Und das sind positive Ereignisse. Aber ich wünsche mir, wenn die Frage war, was ich mir wünsche, sozusagen als großes Lebensziel, dann ist das eine gerechtere Gesellschaftsordnung, die tatsächlich die Mechanismen in Frage stellt, wieder zumindest in Frage stellt, wenn das Überziel wäre, natürlich sie zu beseitigen. What brings us together? Direkt Mensch zu sein, Respekt ist das wichtige Wort. Uns geht es darum, dass wir vielleicht miteinander so etwas wie eine solidarische Stadtgemeinschaft bilden können. Und das fängt bei dem direkten Respekt an, dass wir versuchen, und wir erwähnen das auch öfters, wie nett es eigentlich ist, wenn man in der Stadt geht und wir uns persönlich grüßen, wenn man sich auf dem Gehsteig begegnet. Und aus diesem Kleinen entsteht natürlich überhaupt der Respektanspruch. Und das ist mir ganz wichtig, Respekt vor allen Lebensrealitäten, vor einer Herkunft, vor seiner ganz persönlichen Lebensgeschichte, vor dem Alter, vor der Jugend, vor dem Kleinsein und vor allem vor dem Schwachsein Respekt zu haben. Das sind Menschen, die verdienen alle miteinander Respekt. Und das bringt uns als Menschen zusammen. What makes us human? Nie vergessen, dass wir alle als Menschen dasselbe Schicksal teilen. Wir wollen das Beste für unsere ganz direkte Familie, aber wir wollen das Beste für alle Leute. Wenn es darum geht, beispielsweise um die Bildungsfragen, dass wirklich es keinen Unterschied geben darf, wo jemand herkommt, was er hat und so weiter, dass wir dieselben Chancen einfach geben. Einfach total jeden Menschen dieselben Chancen zu geben. What is the most courageous decision you've made? Partei zu ergreifen für die Menschen, die schwach sind, die daherkommen mit ihren wenigen, mit den wenigen Hab und Gut und mit der mit der Fluchtbewegung nur mit, manchmal mit zwei, drei Plastiksackerl ausgestattet hier anzukommen und wirklich zu stehen. Und das hätte einfachere und populistische Maßnahmen gegeben. Und wirklich Partei zu ergreifen und sagen, wir richten die Wut, die Enttäuschung über diese Zustände, die da in unserer Stadt produziert worden sind, nicht auf den einfachen Weg, sondern wir richten ihn gegenüber den politisch Verantwortlichen, die tatsächlich verantwortlich sind, solche Zustände und so mit Menschen umzugehen. War insofern mutig, weil das natürlich eine persönliche Repression heißt. Heute mit ein bisschen Abstand, auch mit ein, zwei Jahren zurückdenkend, wo man bedroht wird, sozusagen politisch, juristisch. Heute wird es gar nicht das Mutigste. Vielleicht schon, es ist schon, gehört schon ein gewisser Mut dazu, das durchzustehen. Aber für mich hat sich das damals ganz anders dargestellt. Ich habe gar nicht anders können. Also ich hätte es
nicht einmal im Denkansatz machen können. Im Nachhinein kann man sagen, es war mutig, oder sagen wir viele, dass das mutig war, gegen das System aufzustehen. Ist ja nicht so etwas, wenn man gegen die Regierung aufsteht, gegen ein Innenministerium aufsteht, gegen den eigenen Regierungschef aufsteht und da den Druck aushält, den man kriegt. Und gleichzeitig aber weiß, man muss auch parallel zu dieser großen Auseinandersetzung auch an der Stadtphilosophie und an der Stadtgemeinschaft arbeiten. What does home mean to you? Heimat ist ein Begriff, den ich eigentlich sehr schätze. Ich halte den Begriff Patriotismus nicht für so diskussionswürdig, wie das viele vielleicht in meiner Ausrichtung sagen. Ich glaube, Heimat ist ganz wichtig. Jeder Mensch braucht Heimat. Heimat kann geografisch definiert werden, kann aber auch über die historische Klassenzugehörigkeit definiert werden. What role does spirituality play in your life? Naja, als Materialist hat man sich immer ein bisschen schwer mit diesen Dingen. Ich habe mir auch in meiner politischen Ausbildung halt viel sozusagen mit diesem Widerspruch auseinandergesetzt und versuche mich in der Naturwissenschaft im Sinne des Materialismus wenig damit zu beschäftigen, nehme aber sehr stark zur Kenntnis, wie wichtig Spiritualität in der Menschheit ist und für viele Menschen ist. Und die Frage, die zum Beispiel sie mir immer gestellt hat bei dem Buch von Viktor Frankl mit dem Trotzdem Ja zum Leben sagen, wo sozusagen auch die Religiosität dargestellt worden ist und die Situation geschildert worden ist, woher die Menschen, die sozusagen tagtäglich in den Arbeitskolonnen hinausgeschickt worden sind, woher sie sich ihre Spiritualität und auch ihre Kraft und den Willen zum Überleben gebracht haben, wo manche gesagt haben, sie nehmen das aus ihrer religiösen Überzeugung, aus ihrem Glauben an ihren Gott. Manche haben gesagt, sie nehmen es aus dem Glauben an ihre politische Bewegung damals. Manche haben das mehr naturell gesehen und gesagt, sie nehmen sich Kraft aus einem Talisman, aus einem Stein oder aus einem Baum. Ich verkürze sozusagen nur die Intention dieser Beschreibungen, die man gezeigt hat, wie auswechselbar eigentlich manchmal Begriffe und Symbole oder Religionen und so weiter sind. Die Menschen sehnen sich natürlich an irgendetwas, wo man sie anhalten kann. Die versucht es, wie ich schon gesagt habe, aus meiner politischen Überzeugung zu nehmen. Das ist Spiritualität, die eigentlich materialistisch im Widerspruch zu klassischer Spiritualität steht. Aber ich glaube, im Bereich Kunst ist es ganz anders zu diskutieren. Also was uns auch Kunst für Kraft geben kann und künstlerisches Wirken, das ja manchmal sehr stark mit Spiritualität und Gefühlen auch überschneidet. What is your strongest conviction? Es sind Verbesserungen immer möglich. Man muss sich nicht mit dem Status quo zufrieden dürfen. Man darf sich mit der Resignation nicht abfinden, die manchmal vorherrscht, sondern man muss auch diesen positiven Zugang haben. Und ich versuche den auch nicht nur zu leben, sondern auch auszustrahlen. Da geht es auch darum, wie man wirkt und wie zuversichtlich man ist. Und das schwappt natürlich auch über auf andere Menschen, denen es auch manchmal nicht so gut geht, die manchmal auch resigniert sind und ob das alles noch gut ist und ob das nicht alles viel schlechter wird. Und diese Neidgesellschaft, die da auch produziert wird, da muss man sich entgegenstellen mit Zuversicht. Wir können schaffen und wir können halt vorzeigen, wo es geht im Kleinen, und wir können diese kleinen Dinge nehmen und in die große Politik und an die großen Entscheidungsträger sozusagen auch richten. Als Appell, aber dann tatsächlich auch organisiert als Widerstand. Who are you? Jemand, der immer weiter tut.